Herzlich willkommen zum Video über meine Dachzeltheizung. Ich zeige euch hier, wie ich dieses Projekt umgesetzt habe und vielleicht findet ihr nützliche Informationen, wenn ihr selbst eine bauen möchtet. In der Alukiste habe ich eine Dieselheizung Planar 2D verbaut oder neu R2D. Das Stromkabel befindet sich in der Alukiste. Ich kann dieses an einer 12-Volt Steckdose aus dem Bootsbedarf anschließen und mit meiner alten Motorradbatterie verbinden mittels eines Anderson Powerpole Steckers. Oben im Dieseltank habe ich ein feines Loch gebohrt und dieses mit einer Reißzwecke verschlossen. Diese nehme ich weg und deponiere sie seitlich am Stoffbändchen. Somit kann jetzt Luft nachströmen, wenn Dieseltreibstoff verbrannt wird. Seitlich sind noch die Deckel abzunehmen und jetzt wird die Heizung eingestellt über das Bedienelement. Man hört zuerst die Dieselpumpe arbeiten und die Heizung wird vorgeheizt. Dann nimmt sie den Betrieb auf. Zu Beginn entwickelt sich jeweils ein bisschen Rauch, nachher ist die Verbrennung sehr sauber. Ja, hier also die Kiste von oben, links das Stromkabel, das Platz findet neben dem Tank, dann gleich neben dem Tank noch ein kleiner Alustab, der als Messstab dient, um den Füllstand des Diesels zu kontrollieren. Dann rechts sind alle Kabel befestigt und das Kabel zum Bedienelement ist noch aufgerollt oben rechts, das habe ich nicht gekürzt, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich jetzt die Bedienung immer im Koffer belasse oder ob ich sie eventuell mal rausnehme. Nimmt man das 12 Volt Anschlusskabel raus, sieht es dann so aus. Unten links befindet sich das Abgasrohr, wie es genau isoliert ist, erkläre ich später noch. Dann hier die Kiste von außen, ganz links der recht große Filter, der die Verbrennungsluft ansaugt, dann oben 12 Volt Steckdose und rechts die Frischluftzufuhr, die hier abgedeckt ist mit einem Deckel. Es folgen nun einige Bilder von Arbeitsschritten. Man muss immer wieder gut vorplanen, mal etwas probehalber montieren und wieder demontieren und hier sind einige Schritte zu sehen. Die ganze Heizung befindet sich auf zwei Aluprofilen. Die Aluschienen habe ich möglichst nahe an diese Ausgangsöffnungen genommen, aber gerade so, dass der Auspuff noch ganz aufgeschoben werden kann, sowie die Frischluftzufuhr. Dazu musste ich dann allerdings an den Unterlagscheiben ein Segment abschleifen, damit das dann alles schön Platz hat. Hier ist ein Überblick von Utensilien zu sehen, die ich für die Montage des Auspuffes verwendet habe. Ich habe zusätzlich Montagepaste verwendet, dann ein Hitzeschutzband aus Glasfaser, ein Aluminiumklebband hitzebeständig und dann noch Schutzmaterialien und Kabelbinder aus Inox. Das Hitzeschutzband habe ich zusätzlich eben mit diesem hitzeresistenten Aluminiumband umwickelt, und zwar aus dem Grund, dass diese feinen Glasnadeln, die sich doch mit der Zeit aus dem Material lösen können, nicht einfach so frei in der Luft herumschwirren. Da es in der engen Kiste nicht überall direkt einsehbar ist, ist es manchmal empfehlenswert, mit dem Smartphone ein Foto zu machen, dann kann man überprüfen, ob alles so sitzt, wie man sich das vorstellt.
Hier ist die Heizung nun also eingebaut. Ebenso ist der Auspuff schon durch die Außenwand geführt und der Schalldämpfer ist mittels eines Aluteiles befestigt. Das Auspuffrohr habe ich durch einen Durchlass geführt, welcher ein Originalteil ist aus dem Zubehör. Dieser besitzt eine Nut und lässt sich ideal im Alublech befestigen. Der Auspuff ist auch mit einer Abschirmplatte versehen, wie es die Bedienungsanleitung empfiehlt, um einen sicheren Betrieb bei niedriger Heizleistung zu gewährleisten. Dieser Abschluss entspricht also genau den Vorgaben der Betriebsanleitung. Die Luftrohre der Heizung schließe ich mit einfachen Rohrverbindern an die Heizung an. Wie man hier sieht, hat es einen kleinen Versatz. Dies deshalb, weil ich außen die Hebegriffe der Alukiste nicht verschieben wollte. Deshalb gab es hier einen kleinen Versatz. Allerdings, wie man sieht, wäre es sehr schwierig, mit dem Heizrohr diese beiden Elemente schön zu verbinden. Deshalb musste der Rohrverbinder etwas eingekürzt werden. Mit diesem Abstand, den man hier sieht, war es dann gut möglich, die Heizluftrohre zu montieren. Und wie man hier in diesem Bild sieht, ist auch bereits das Ansaugrohr für die Verbrennungsluft montiert mit Schalldämpfer. Außerhalb der Kiste befindet sich ein Luftfilter. Mit diesem kann man das Ansaugrohr ideal befestigen und zusätzlich verhindert es, dass so dicht über dem Boden eventuell Staub oder kleine Insekten in den Verbrennungsraum gelangen. Am Kistenboden liegt auch bereits die Dieselpumpe bereit zur probehalben Montage. Man sieht am Metallwinkel oben ein kleines Aluteil, an diesem wird die Dieselpumpe befestigt. Mit der Heizung werden solche Gitterdeckel geliefert, die bei der Heizluft am Eingang und Ausgang befestigt sind. Diese habe ich umgearbeitet zu Deckeln, die verschließen, indem ich eine Plastikrondelle einlegte und diese mittels eines Drahtes in der Mitte befestigte. Und somit kann ich zum Transport die Ein- und Ausgänge der Heizung abschließen. Hier kontrollierte ich mittels eines Fotos die Befestigung des Dieselschlauches, um nachher den Ansaugschlauch anzubringen und ebenso zu kontrollieren, ob die Bride richtig sitzt. Dieses Teilstück des Auspuffrohres musste ich in der Alukiste hitzeisolieren. Diese Partie habe ich dann zusätzlich noch mit sehr grober Stahlwolle umwickelt, um eine genügende Hitzeisolation zu erreichen. Diese Stahlwolle wird auch in der Küche verwendet, um Pfannen zu reinigen und ist günstig in einem Haushaltwarengeschäft zu haben. Hier sieht man noch besser, wie ich die Stahlwolle verwendete und man sieht auch, dass man den Dieselkanister herausnehmen kann. Dies ist sehr praktisch an der Tankstelle. Es geht doch schnell mal ein Tropfen Diesel daneben und dann ist man froh, wenn dies außerhalb der Kiste ist. Als Halterung für den Dieselkanister habe ich ein dünnes Alublech verwendet, welches auf der Vorderseite mit 4 Schrauben befestigt ist. Dieses Alublech passe ich jeweils der Form des Dieseltankes an, wenn man ihn hineinschiebt. Die mitgelieferten elektrischen Leitungen sind alle sehr lang. Die meisten davon musste ich einkürzen. Das Kabel zur Bedienung habe ich in seiner vollen Länge gelassen, damit ich später noch die Option habe, das doch außerhalb zu befestigen. Momentan ist das Bedienelement am Deckel befestigt. Die Stecker, die an der Heizung verwendet werden, sind Superseal-Stecker und diese sind im Fachhandel erhältlich. Der ganze Aufwand für diese Kiste war für mich doch relativ beträchtlich. Wie man sieht, gab es zwischendurch auch ein kleines Chaos. Für die Stromleitungen musste ich noch Spezialwerkzeug besorgen, ebenso für einige Bohrungen. Für die Luftführung habe ich noch Spezialteile gebaut, die ich
zeitlich im Fenster einlassen kann. Dazu habe ich die Bondplatten verwendet, das sind Reststücke aus einer Digitaldruckerei. In dieses Dibond-Element werden Rohrverbinder eingelassen aus dem Zubehör. Einerseits ein einfacher Rohrverbinder und ein T-Rohrverbinder. Dieser führt etwa 85% der Wärme ins Dachzelt und 15% ins Innere des Autos. Es hat zusätzlich den Vorteil, sollte die Ausströmöffnung im Dachzelt durch ein Kissen oder etwas verschlossen werden, kann die Luft ins Innere des Autos strömen und es gibt keinen Rückstau auf die Heizung und somit kann sie nicht überhitzen. Dieses Bauteil kann man ganz einfach in die Führung des Fensters einlegen, die Nut übers Fenster schieben und dann mit dem Fensterheber hochfahren und somit hält dieses Bauteil ganz fest im Fenster. Die langen Heißluftrohre habe ich alle auf einem Holzstiel komprimiert und mittels eines Metallstiftes befestigt. Somit kann ich etwas Platz sparen im Auto. Hier der erste Test der Heizung. Die Frischluft wird also im Inneren des Autos angesaugt, geht dann durch die Heizung in der Box und steigt dann auf. Ein Teil der Heißluft zweigt ab ins Innere des Autos und es bleibt noch viel heiße Luft übrig, um das Dachzelt zu beheizen. Somit ist das Auto selbst immer auch temperiert, die Scheiben bleiben eisfrei und wichtig ist besonders, dass die frische Luft nicht außen bei der Kiste angesaugt wird, denn es könnte sein, dass die Abgase des Auspuffes direkt angesogen werden und dann ins Zeltinnere gelangen. Dies ist weniger der Fall oder gar nicht der Fall, wenn die frische Luft im Auto angesaugt wird. Es braucht sicher etwas mehr Schlauch, wenn man die Frischluft so aus dem Auto ansaugt, aber ich denke, der Aufwand lohnt sich, braucht halt etwas mehr Platz, um das Rohr zu verstauen. Aber wir haben gute Erfahrungen gemacht. Die Heizung ist leise und wie man auf dem letzten Bild sieht, lohnt es sich vielleicht bei viel Schnee noch eine Unterlage auf den Schnee zu stellen. Die Heizbox wird warm. Wir haben keine zusätzliche Belüftung in der Box, aber bis jetzt wurde es nie zu heiß in der Heizung. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Bau eurer Heizung und danke, dass ihr das Video geschaut habt. Tschüss, macht's gut.